Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Testfolge des Preview-Builds zur Endlos-Version. Wir können also möglicherweise weiterspielen. Also schön, dass ihr dabei geblieben seid. Wir bestellen mal ein bisschen Paper nach und ein bisschen, Kohlen können wir auch nochmal nachbestellen, nur zur Sicherheit. Nicht, dass wir da out of stock gehen. So, dann haben wir letztes Mal vergessen, rechtzeitig weitere Anzeigen freizuschalten. Unsere Mission war ein Censorship-Artikel, kein Skandal. Wir machen erstmal den hier. Gut, und dann würde ich sagen, wir hatten ja hier ausgebaut, ne, mit dem zweiten Assembler. Das sollte eigentlich passen. Hier sehe ich jetzt noch nicht, wie wir weiter ausbauen können. Die nächste Etage ist eh noch viel zu teuer. Gut, dann legen wir los. Was haben wir hier? Kann weiter erforscht werden. Wie? Warte mal. Jetzt machen wir erstmal Sicherheit. Ja. So. Mehr Sicherheit. Perry Washington Security. Können wir das auch hier in der Übersicht sehen? Comfort View. Alarm. Was ist die Tür hier? Ist ein bisschen schwer zu erkennen, ne? Mal gucken, was dann passiert, wenn wir da einen Alarmbell haben. Die soll ja mehr Sicherheit geben. So, ich steige aus. Und jetzt? Schlagen die unsere Stromversorgung kaputt. Na klar. Security muss die irgendwie direkt in den Eingang. Ja. So, dunkel ist es, keiner sieht was. So können wir nicht arbeiten. So, jetzt hier, zack, raus damit. Was der Alarm bringt, ich weiß es wirklich nicht. Scheinbar nichts. Scheinbar nichts. Haben wir hier schon so viel investiert, so viel Zeit in diese Nachricht. Wir können eh gerade nicht weitermachen, weil unser Haus wieder auf den Kopf gestellt wird. So. Deswegen machen wir hier mal weiter. At least one censorship, kein Skandal, kein Investigativ. Gut. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Ich glaube, auf dem bleiben wir mal drauf. Den mal hier durchkriegen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Kein Skandal war das, ne? Genau, kein Skandal. Nein. Wir machen lieber hier irgendwie tolle Unterhaltung. Der muss ganz schön viel reparieren, der Kollege. So, was haben wir hier? Downtown Area. Gossip.
Fame. Ja, nehmen wir auch das, oder? Und hier. Major. Lüge. Outrage. Crime. Evidence. Tun wir hier mit. Und da haben wir noch was gekriegt. Was haben wir hier? Ein Censorship. Müssen wir machen. Kriegen wir hin. Und damit haben wir jetzt in dieser einen Mission übrigens beide Ziele erfüllt. Ne? Da war ja auch, also das heißt nicht das Ziel erfüllt, ne? Weil das müssen wir ja beim Layout machen. Aber da war ja die Option, dass wir die andere Sache mitdrucken können. Das Problem ist nur, wir sind schon wieder zu spät. Nehme ich an. So, wir schauen. Was ist unsere Top-Story? Unpopular. Die ist nicht fertig geworden. Aber Werbung haben wir. Das ist schon mal gut. Unpopular Opinions. I need the money. Tut mir leid. Fame. Unveiling. Entertainment. Passt aber nichts dazu, ne? Da wird jetzt nochmal Wirtschaft, da brauchen wir auch nichts. Boah, warum war das schon wieder so langsam? Weil die uns, naja, die haben uns wieder die Zeit lang den Strom lahmgelegt und derzeit ist nichts passiert, ne? Klar. So, Society. Dann Top Story. Da haben wir auch nichts Passendes zu. Boah, das wird eine richtig schlechte Auflage. Hier passt ja nichts zusammen. Ich meine, von den Punkten her ist es ganz gut, aber die Sachen, die zusammenpassen, überhaupt nicht. Boah, das war nix. Toll. Willkommen im Endlosmodus. Aber 30.000. Wir haben natürlich auch jetzt einige Stammkunden mittlerweile. Wir sind jetzt bei... Wo war denn unsere Abozahl? Jetzt haben wir wieder nicht geschafft, klar. Oh, diese Nebenmissionen, ne? Für Mafia und Bürgermeister, die gehen mir so auf den Senkel, ganz ehrlich. Hör auf! Reloading. Also, okay. So, was will der schon wieder? Dreimal Mafia. Erscheint wo? Anywhere. Anywho. Was wollen wir denn mal freischalten? Ritz Theater. Ich würde gerne... Ja, weiß ich nicht. Oha. Coal Discount. Ja, da sehe ich uns. Komm, was machen wir mal? Das wird etwas schwieriger, weil wir haben eine goldene Aufgabe dabei. Und wir kriegen wieder eine Lawsuit. Oder? Nee. Alright, so, also wir werden jetzt mal nicht weiter ausbauen. Dreimal Mafia versuchen. Und da ist die Lawsuit. Genau, Geld haben wir dafür genug. Strom war auch genug. Und dann... Ja, wir brauchen das Geld hier oben, wir brauchen mehr Geld, damit wir das Anwaltbüro einrichten können. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen zügiger durchspielen, damit ihr mehr vom Spiel seht. So, you don't have to. Revealing. Dreimal Mafia. Würde ich ja fast annehmen, dass es hauptsächlich hier drunter versteckt ist, ne? Aber wir schauen mal. So, Economy. Und Politik. Dann geht's hier weiter. So, warum ist... Ah ja, gut. Ich sehe
mögliches Problem bei der Zuverlässigkeit unserer Sicherheitskraft, von der wir aber wissen, der ist es egal, wo die ist, ne? Also, es ist egal, wo die ist, die wird auf jeden Fall gute Arbeit leisten. Wir haben aber noch eine Wand in der Tasche. Wer kennt's nicht? Haben wir nicht? Das wäre noch eine Wand in der Tasche. Oh, ist ja blöd, ne? Ja, also falls wir uns gefragt haben, warum unser Sicherheitsmitarbeiter möglicherweise nicht so gut ist, that's why. Jetzt ist aber schön bei dir, guck mal. Hm? Das gefällt dir doch. So, kriegst du noch eine tolle Uhr. Eine Pflanze. Hm? Jetzt geht's dir besser, ne? Ist ein schönes Büro. Gut, das klappt. Und dann, oh, da müssen wir hin. Und den Key brauchen wir hierfür, ne? Gehen erstmal hier weiter. So. Da. Ganz schön viel Politik hier. So. Ich hätte es zwar schon wieder vergessen. Wir haben viel Politik, sollte also passen. Mafia, da ist es. Aber drei? That'll hurt. 3000. Ja, also wie gesagt, wenn wir die nächste Etage einrichten, dann müssen wir da unseren Lawyer einstellen. Ich nehme an, dass der so Lawsuits dann, sagen wir mal, abfedern kann, ne? Na? Ich weiß nicht, ob die dann billiger werden oder so eine Dinge. Ich ralle nicht, wie das funktioniert. Das tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht. Investigativ brauchen wir für unser Achievement. Also für die Regions-Achievements. Ich rall's nicht. Okay, ist eh Samstag. Es ist eh Peng. War ja Glück gehabt. Ja, wobei jetzt einige Reporter wahrscheinlich noch zurückkommen, ne? Und die Mafia-Story kriegen wir dann auch nicht mehr fertig. Na gut, wir schauen mal. So. Na dann. Nächste Ausgabe. Was haben wir denn hier? Top Story, die natürlich. So, was haben wir da? Society, Inspiring, Politik, Hopeful. Da ist wieder was kaputt. Oh Mann. Die Ad wäre Politik, das passt. Direkt auf Seite 1, sollte eigentlich mehr Geld geben. Gut, war eine Top-Story, aber scheiß Kombo. Ist so.
Ja, das mit der Mafia kriegen wir nicht hin. Allein schon, weil die sich ihre eigene Sachen zerdeppern hier. Weil die so dumm sind, dass es knallt. So, nächste Top-Story. Was ist das? Politik und Crime. Passt ja auch nicht so wirklich, ne? Aber gut. Dann. Top-Story, Unterhaltung. Da haben wir nichts Passendes mehr zu. Das heißt, wir können aus diesen hier noch was kombinieren. Also richtig gut geht da auch nichts mehr, ne? Da machen wir mal den. Und den. Komische Zeitung. »42.000 Record Sales! Yes!« Das haben wir, aber das haben wir nicht. Also diese Nebenmissionen... Ich weiß einfach nicht. Ich hoffe auch, dass wir mal mehr Geld für diese Anzeigenkunden bekommen. Media. Oh cool, neuer Endscreen. Ah. Okay, der Endlosmodus funktioniert wohl doch nicht. Hä? This was our current kette. Endless Mode. Ach so, können wir hier eingehen, oder was? Ah, ha. Also jetzt betreten wir halt Unbekanntes. Hier sind wir noch dran. Coal Discount. 25% weniger für Kohle. Das ist gut. Und Coal Storage. Können wir uns ja mal holen. Wenn wir mal ausbauen, irgendwo hinstellen. Ist bestimmt schön. Oh, und die ganzen nervigen Story-Dinger sind nicht mehr da. Außer jetzt gerade nochmal. Hey. Gut, aber unser Alarm geht auf jeden Fall los. Und hier haben wir jede Menge Stories, die wir direkt schon wieder einplanen können. Ich halt's nicht! Wie geht denn das? Employee ist locked. Aha. Spielzeuge. Ist doch mal schön. Ah, jetzt geht das ja nicht, weil ein Riot ist im Büro. Ich will weiterspielen. Es tut mir leid. Kein Mitarbeiter frei. Hä? Okay. Alter! Oh, wir machen einfach mal hier Unterhaltung. So, Wirtschaft, Unterhaltung. Sie legen uns die ganze Bude und wir machen hier einfach mal. Oh. So, dann geht's hier weiter. Zack. Ja, das zieht natürlich dann wieder alles in Mitleidenschaft, ne? Machen wir. So. Moment. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte helfen Sie mir. Security Service. Ja, brauchen wir ganz dringend. Die können uns dann Rabatt geben, wenn wir die selber dann hier, ne?
Okay, was haben wir hier? Da gibt's Silberoptionen. Ah, die nehmen wir dann, ne? Einmal Silber ist, glaube ich, mehr wert als zweimal Bronze. Meine ich. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Was haben wir hier? Über den Raut. Und da haben wir keinen Führer. Machen wir den mal aus. Und wir gucken aber auch nochmal. Vielleicht ist ja jetzt das Balancing anders, weil ist ja jetzt auch ein anderer Patch. Wie das aussieht mit unseren Assembly Tables. Einer. Huch. Zwei. Okay, die sind leer. Na gut. Dann. Let's do this. Top Story, die hier. Crime, Tragic, Society, Politics. Da würde schon fast dazu passen, ne? Politics, Crime. Das ist eine fette Kombi. Einfach mal so. Dann, die muss auf jeden Fall eine Top-Story sein. Das ist Wirtschaft und Unterhaltung. Wirtschaft und Unterhaltung. Wirtschaft und Unterhaltung. Wirtschaft und Unterhaltung. Komm mal so. Und dann haben wir das hier als Anzeige, das hier als Anzeige. Antonov, ganz normal. Hä? Was ist denn los mit dir gerade? Ja, können wir eine passende dazu nehmen, ne? Gucken wir mal. Müsste eigentlich ein neuer Rekord sein. Ja, knapp. 42.500. Ziemlich knapp zum letzten. Aber wir könnten den nächsten neue Etage bauen. Und Werbekunden, Waffen und Society. Oh nein, es ist wieder da. Viermal Mafia. Die können ja jetzt auch nicht böse sein, wenn wir den Sachen ablehnen, wenn wir keine Mali haben wollen. Guck mal hier. Silkston, 2500. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie wir das dann gleich machen müssen. Es wäre irgendwie cool, wenn man die auch in der Übersicht hätte, ne? Ich habe es nicht irgendwie gesehen, dass man irgendwo herausfinden kann, dass die noch nicht in der Übersicht sind. Ich habe es nicht gesehen, dass man irgendwo herausfinden kann, wenn die fertig sind, dass man da sofort hingehen kann. Jetzt macht es, glaube ich, Sinn, ne? Ich reiz mich. Ich weiß einfach nicht. So, und jetzt? Die Zwerge dafür forschen. Verstehe. Ja, da gibt es einen großen Alarm, ne? Aber wenn wir Werbegelder kassieren können, dann nicht. So. Ist es vielleicht das, wo es als nächstes hingeht?
Man kann es beeinflussen, aber ich habe keine Ahnung wie. Na klar, was jetzt wieder? Keine Kohle mehr? Das auch noch selber machen hier. Wofür haben wir Restocker? Ich sollte vielleicht mal gucken, ob wir noch einen zweiten Restocker uns holen. Aldi Kombi, Selex, Lidl, weil ich glaube, da haben wir so einen kleinen Nachholbedarf. Oder wir müssen den mal buffen, ne? Wir haben ja auch gesehen, dass wir auf der Worldmap für den Restocker Buffs bekommen. So, dann hier. Es ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass die Mitarbeiter auch so lange bei uns bleiben. Das heißt, wir leveln die immer schön weiter auf, die werden immer besser. Wir mussten eigentlich kaum jetzt neu einstellen, ne, bei den Reportern. Gut. Dann schauen wir mal. Die machen wir noch. Und dann würde ich sagen, ja, ich muss für heute die Aufnahme pausieren. Eventuell ist das dann das Ende der Staffel oder ich hänge noch ein paar Folgen dran. Das seht ihr ja natürlich im Sendeplan. Und auf Plus sind die ja eh schon da. Das nehmen wir mal als Top-Story. Da geht nichts Passendes zu. Ja. So. Dann zu dieser Anzeige. Diese. Und diese. Zu dieser Anzeige. Ach, wir gehen hier echt nach Werbekunden, ne? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Passt aber auch nichts mehr zusammen, ne? Doch. Ja, weiß nicht. Ist so mittel, ne? Vielleicht haben wir was übersehen. Aber ja, wir gucken mal. Und? Wir haben wir schon geahnt, ne? Und wieder Werbung freigeschaltet hier in Society. Leider aber ein paar Abonnenten verloren. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Und dann, ich muss gucken, ob ich hier noch weiter... Mein Terminplan ist ein bisschen voll. Ich gucke, ob ich noch weitere Folgen in dieser Staffel anhänge oder... Ob es das erstmal war, seht ihr dann im Sendeplan oder auf Gato Plus. Hier ist der Schluss. Danke für eure Unterstützung, für eure tollen Kommentare auch zur ersten Staffel. Und wir sehen uns. Übrigens auch live. Link in der Videobeschreibung. Ciao.